In den italienischen Alpen sind am Sonntag mehrere Menschen bei einem Gletscherbruch ums Leben gekommen. Zahlreiche wurden verletzt. Die Provinzregierung von Trient teilte mit, dass mehrere Wanderer von einer Lawine aus Eis und Fels erfasst wurden. Die Lawine ereignete sich an der Marmolata, dem mit mehr als 3300 Metern höchsten Berg der Dolomiten. Die riesige Eismasse brach in der Nähe von Punta Rocca ein, auf einer Route, die normalerweise von Wanderern und Bergsteigern genutzt wird, um den Gipfel zu erreichen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in den nahegelegenen Städten Belluno, Treviso, Trient und Bozen gebracht. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle in Italien erreichten die Temperaturen auf der Marmolata am Samstag 10 Grad Celsius. Steigende Durchschnittstemperaturen haben dazu geführt, dass viele Gletscher in den letzten Jahrzehnten stetig geschrumpft sind.